Ja, Überlingen Open 2019, soeben zu Ende gegangen ist das Doppelfinale. Bei mir stehen die Sieger Valentin Günther und Luis Wessels. Valentin, an dich die erste Frage. Wie war es für dich heute? Bei der Kulisse am Samstag zum ersten Mal das Doppelfinale, volles Haus. Wie hast du es empfunden? Ja, mega cool. Also ich war jetzt auch noch nicht so oft in einem Finale drin. Und das dann mit meinem langjährigen Freund Luis ist natürlich besonders schön. Auch das Turnier, die ganze Orga mit den Zuschauern, das ist einfach, ich glaube, einmalig. Da kann ich, glaube ich, für viele oder alle Spieler sprechen, die hier sind. Und es ist einfach schön und freut man sich natürlich über den Titel. Ja. Ja, Stichwort Titel. Der Luis hat im Einzel schon mehrfach versucht, den Titel zu gewinnen. Jetzt zum ersten Mal den großen Pott im Doppel. Morgen das Einzel. Luis, wie ist deine Vorbereitung noch? Was nimmst du dir natürlich für morgen vor? Ja, erstmal ein großes Dankeschön an meinen Partner für die tolle Woche. Und ja, wir kennen uns echt jetzt schon ziemlich lange. Und wir haben zusammen angefangen, Tennis zu spielen. Und dass wir irgendwann dieses Turnier hier zusammen gewinnen, ist natürlich umso schöner. Ja, und die ganze Woche bisher ziemlich gut auf jeden Fall. Und ja, ich hoffe, nachdem ich vor 2 Jahren an meinem Geburtstag das Finale verloren habe, dass ich morgen endlich mal auch das Ding im Einzel holen kann. Ja, ich denke, es wird ein tolles Finale morgen. Die Nummer 1, Peter Heller gegen die Nummer 2, Luis Wessels. Kommen Sie morgen vorbei. Ab 10 Uhr Jazz Brunch und dann 13 Uhr Showdoppel, 14 Uhr das Einzel, Finale mit dem Luis. Bis dahin, ciao.